Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr unten im Titel lesen könnt, sind heute meine Favoriten dran im Mai. Und zwar ist das Video vorgedreht, denn ich bin zu dem Zeitpunkt in Italien 3-4 Tage schon. Und ja, ich zeige euch heute auf jeden Fall meine Favoriten. Es sind nicht viele, es tut mir auch sehr, sehr leid. Ja, ich fange einfach jetzt mal mit einer Handyhülle an, die ich sehr gerne trage und auch im Moment drauf habe, nur jetzt habe ich sie für das Video abgemacht. Und zwar ist es diese hier, und zwar ist es eine Minion-Hülle mit durchsichtig und hier sind so Bananen drauf und unten ein Minion. Habe ich von Primark, ich glaube die gibt es aktuell auch noch, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Dann kommen wir zu zwei Kleidungsstücken, die ich sehr, sehr gerne getragen habe und auch wenn es aus der Wäschehausen sind, sind die sofort wieder an. Und zwar ist es einmal diese Sporthose, die ist von oder diese kurze Hose eben, die ist von Primark, hat, ich glaube, 3 Euro gekostet. Und die sind so, so bequem und zum Schlafen. Und jetzt, wenn das Wetter besser wird und das Muster passt echt zu jedem Oberteil, finde ich. Und ein Oberteil, was ich sehr, sehr gerne getragen habe zu High-Waisted-Hosen, ist dieses Mickey-Maus-T-Shirt. Das ist auch von Primark und hat, glaube ich, auch so 8 Euro gekostet. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und es ist vorne auch kürzer als hinten. Genau, vorne länger als hinten. Ich werde gucken, dass ich euch die Produkte alle in die Infobox verlinke, soweit es geht. Dann kommen wir zu einem Parfüm, was ich, seitdem ich es habe, liebe und über alles. Und zwar ist es das hier von Avon, das Far Away Gold. Ich verlinke es euch in der Infobox. Die Flasche steht leider drüben. Ich habe jetzt nur die Verpackung hergeholt. Das riecht so, so gut und es hat so einen langen Duft. Also echt göttlich. Mein nächstes Favorit ist das Sweet Blueberry Memories Abenteuerkribbel Körpermilch von Trackle Moon. Ich benutze die immer abends für meine Hände und für mein Gesicht. Und nach dem Rasieren benutze ich das immer für die Stellen, wo ich rasiert habe. Also echt richtig, richtig klasse. Und der Duft ist auch sehr, sehr gut. Dann kommen wir noch zu einem Film, den ich, glaube ich, in dem Monat 5-mal geguckt habe. Also wenn ich so überlege, ich habe zwar ein paar Filme geguckt, aber immer so einmal. Und den habe ich, glaube ich, in dem Monat 5 bis 10-mal geguckt. Und zwar ist das Bruder vor Luder von den Lochis. Und ja, werde ich euch in die Infobox verlinken, damit ihr Bescheid wisst. Dann habe ich eine Foundation, die ich mittlerweile seit März, ab Februar, März habe. Und zwar ist es die Manhattan 3-in-1 Easy Match Foundation in der Farbe 32 Classic Ivory. Die Produkte stehen wie immer alle in der Infobox verlinkt, eventuell auch verlinkt, so wollte ich sagen. Hat eine super Deckkraft, man merkt es kaum auf der Haut, finde ich, also man spürt es kaum. Und der Preis finde ich für ein Drogerieprodukt auch, okay, ich glaube 6-7 Euro ungefähr. Dann mein nächster Favorit ist die Essence Get Big Lashes Volume Boost Mascara in Wasserfest. Ich finde nämlich, dass die ein sehr, sehr cooles, dickes Bürstchen hat und damit trennt es auch sehr, sehr gut die Wimpern. Also ich finde, dadurch sehen meine Wimpern noch besser aus als ungeschminkt. Also ich finde, ungeschminkt sehe ich aus, als hätte ich gar keine Wimpern. Und mit der sehe ich halt, ich habe eine Mascara, da sehe ich, ist es so richtig natürlich, so natürliche Wimpern. Und mit der hier ist halt nochmal so ein bisschen mehr so, genau. Dann möchte ich euch einen Pinsel zeigen als Favorit, den ich, um Make-up aufzutragen, viel, viel lieber benutze als das iPhone Make-up Eye, heißt es, glaube ich, von Ebelin. Ich habe nämlich das Ebelin Eye und das benutzt, habe ich am Anfang sehr gerne benutzt. Jetzt habe ich mir den zur Eva Pinsel gekauft. Die 102 Silk Finish ist es, glaube ich, und ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er war recht teuer, aber er ist weich. Er verblendet das Ganze ganz gut und ich werde mir auf jeden Fall mehr von diesen zur Eva Pinseln anschaffen. Die kriegt ihr bei Douglas, soweit ich das weiß. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Dann habe ich jetzt noch eine Palette, Eyeshadow-Palette von Essence. Und zwar die All About Nudes
Palette. Die benutze ich im Alltag sehr, sehr gerne. Meine Oma. Und zwar ist es die 02 Nudes. Die Farben sind, jetzt habe ich sie gerade auf dem Kopf, mache sie wieder zu. Sind hier von ganz hellbraun bis dunkelbraun. Finde ich sehr cool. Man sieht auch, ich habe dieses Glitzer, benutze ich sehr, sehr oft einfach in der Lidfalte. Und meistens hier so einen von den vier hellen Tonen auf dem kompletten Augenlid und einen von den beiden dunklen Farben hier in der, hier so komplett und dann noch hier hinten wegen von dem Glitzer. Könnt ihr euch mal anschauen, ist für Schminkanfänger auf jeden Fall super geeignet. Und zum Schluss habe ich neu entdeckt und lieben gelernt die, oder das Essence Mosaic Blush in der Farbe 020 All You Need Is Pink. Sieht so aus, ist halt in so einem Mosaik-Ding und ja, wenn man da mit dem Pinsel reingeht, vermischen sich die Farben und dann ergibt es ein sehr, sehr schönes, helles, intensives Rosa, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, das waren alle meine Favoriten in diesem Monat. Ja, in diesem Monat. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Tschüss.